Ja, wir sind heute hier zusammengekommen, die Nachbarschaft, die Pastoren sind da von der katholischen Kirche und von der evangelischen Kirche. Die Nachbarn, Frau Tadeken und Hermann Lüken, dem natürlich dieser Bau gehört. Und die haben sich heute hier zusammengefunden und wollen natürlich gemeinsam den Stein enthüllen. Für uns war dieser Stein ein ganz normaler Findling. Und wir haben ihn in dieser Mauer so einsetzen lassen, dass man ihn auch von hinten sehen kann. Und ich würde es begrüßen, wenn wir erst von hinten einmal gucken, dann sieht der Stein aus wie ein ganz normaler Findling. Und den Rest der Geschichte, den möchte ich gerne, dass er dann chronologisch erzählt wird von Volker Landig. Hier vorne stand ja mal ein Wohnhaus, dahinter ein kleiner Garten. Hinter dem Haus von Familie Tadeken befand sich das Hinterhaus, das Lagerhaus, das keiner so recht zur Kenntnis nahm bisher, weil es so versteckt war, des Hauses Lüken. Aus einer Zeit, als von Lükens in Jever noch gar keiner wusste. Das ist ja alles viel später gekommen. Löwenstein und wie sie alle hießen. Dieses Lagerhaus ist also wahrscheinlich Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts, Hermann, du wirst die Daten vielleicht noch etwas genauer wissen, aufgerichtet worden. Und bei dem Bau solcher Lagerhäuser und überhaupt bei Umbauten und Neubauten in alter Zeit, da ist man ökonomisch vorgegangen. Da hat man nämlich das Zeug verwendet, was man vorfand, für Fundamente und alles Mögliche. Und hier in Jever liegen massenweise alte Granitgluten rum, Granitquadersteine, so behauen wie dieser schöne hier. Das sind natürlich alles Zeugen der letzten Eiszeit, die hier in diese Gegend vorgestoßen ist. Der Stein, wenn es denn stimmt, ist um ein paar hundert Meter gewandert. Er wird die nächsten 100, 200 Jahre, was weiß ich, keiner von uns weiß es, denn wohl hier weiter sein Leben fristen. Und wenn die Tafel darüber noch was erzählt, dann können alle, die die lesen können, sich ein bisschen beteiligen am Verständnis der Geschichte dieser kleinen Stadt. So viel dazu. Herzlichen Dank. Und wir freuen uns, dass die Nachbarn hier sind, alle, die hier in der Umgebung mit beteiligt sind. Und was ich auch ganz besonders gut finde, also ich muss sagen, ich selbst habe ganz erheblichen Respekt, wenn ich darüber nachdenke, wie alt dieser Stein ist und in welcher Funktion er war. Und insofern freue ich mich auch ganz besonders, dass Walter Albers mit dabei ist, weil das Ganze ist schließlich vor der Reformationszeit gewesen. Das ist richtig. Und von daher, also ganz toll, Walter, dass du auch Zeit hast, mit dabei zu sein. Herzlichen Dank. Und herzlichen Dank an die Familie Krüger. Alf hat ein wunderschönes Schild dafür gemacht. Und Wilke hat diesen Text auch mit erarbeitet und in der Geschichte nochmal nachgeforscht, die Jahreszahlen und die geschichtlichen Ereignisse. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beide das enthüllt. So, liebe Wochenblatt-TV-Zuschauer, der Stein ist enthüllt, aber auch die Tafel, die dazugehört. Und zwar der beim Umbau des Hauses Wasserfortstraße 4 gefundene Granitquader stammt aus dem 12. Jahrhundert. Er befand sich ursprünglich in einer Steinwand der romanischen Sendkirche auf dem Kirchplatz. Nach der Zerstörung des Gotteshauses durch eine Häuptlingsfehde 1382 waren die Granitquader sehr begehrt und wurden an vielen Stellen in der Stadt zum Hausbau wiederverwendet. Sie sind somit Zeugen von Beständigkeit und Wandel. Das heißt, in jeder Straße an und für sich in Jever finden Sie überall ein Stück Geschichte. Und das ist natürlich ganz gut, dass man das hier auch wieder so gemacht hat. Denn durch den Neubau meinen viele Leute, naja, Geschichte ist gar nicht mehr da. Aber wir haben das hier nochmal stehen. Und vielleicht sollte man auch nochmal die Stadtführung nochmal anders verlegen, dass man auch mal durch diese Straßen geht und den Leuten mal die Augen öffnet, dass hier in Jever auch Geschichte geschrieben worden ist, gerade an dieser Stelle.